So, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Heute geht es mal, wie im Titel beschrieben, das Thema Fehler verzeihen. Ich höre es jeden Tag, täglich, mehrmals sogar. Ich finde das Wort ganz, ganz schwierig. Es ist das Nummer 1 Verkaufswort der Werbung. Man kann mit dem Wort dem Kunden so eine gewisse, das schaffst du, Einstellung geben. Das funktioniert und dieses Wort ist auch sehr verkaufsfördernd. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Wort schon etwas vorsichtig, denn meiner Meinung nach ist dieses Fehlerverzeihen auch immer eine Spielersache. Vielleicht, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, ich bin der Überzeugung, dass ein Anfänger ein größeres Eisen braucht, dass er einfach besser den Ball trifft. Es gibt aber verschiedene Spielertypen. Wenn ich jetzt in einem mittleren Handicap-Bereich bin und die Person hat eher Angst vor kleineren Eisen, weil es gibt ja viele Pros, die das sagen, oder auch viele Spielerfreunde, die dann sagen, ja, kauf dir doch nicht das T100 oder kauf dir doch nicht das, sondern nimm lieber was Großes, ein T300 oder halt so in dem Bereich. Und dann trifft dieser Spieler den Ball immer dünn, hat vielleicht noch einen Attack-Engel, der eher in der Aufwärtsbewegung ist. Und dann kauft sich der ein T300, weil er fehlerverzeihend ist. Und das ist halt einfach nicht meine Überzeugung. Das ist meiner Meinung nach sogar Blödsinn. Man könnte mit einem kleineren Eisen dem Spieler da viel besser helfen. Und deshalb bin ich halt der Überzeugung, dass man eben vorsichtig sein muss. Größeres Eisen heißt nicht immer, oder auch vielleicht Driver, größerer Driver heißt nicht immer, dass er besser zu spielen ist. Also ich gebe lieber einem mittleren Handicap-Spieler, der in der Aufwärtsbewegung spielt, der den Ball immer dünn trifft, dem muss man eher ein kleineres Eisen geben, also ein dünneres Eisen. Oder jemand, der wo von Haus aus normal zum Ball kommt, vielleicht gerade zum Ball kommt, kriegt dann einen Max-D-Kopf. Es sind halt so Sachen, die ich, also da, wo man extrem viele Fehler machen kann, wo auch sehr viele Fehler passieren, nur weil sie unter dem Wort fehlerverzeihend verkauft werden. Ja, also ich würde gerne zwei wichtige Anmerkungen machen, sage ich mal. Zum einen, Anfänger bedeutet nicht gleich fehlerverzeihend, beziehungsweise ich sage mal mittleres Handicap, dass man ein fehlerverzeihendes Eisen oder was auch immer braucht. Also ich glaube, von dieser Verbindung muss man sich irgendwo verabschieden und es ist einfach sehr individuell irgendwo. Das Handicap an sich sagt überhaupt nichts darüber aus. Ich kann ein super Ballstriker sein und einfach ums Grün einen Jips haben und mit Handicap 30, aber ich treffe jeden Ball mit der Blatt, dann brauche ich kein Handicap 30, fehlerverzeihbares Eisen in dem Sinn. Dann der nächste Punkt ist eigentlich, was ist Fehlerverzeihbarkeit an sich? Weil ich glaube, niemand hat so eine richtige Vorstellung davon. Ja, man kann halt sagen, ja, okay, es vermeidet Fehler in dem Sinn. Aber was es eben nicht wirklich macht. Ein schlechter Schlag wird auch mit einem fehlerverzeihenden Eisen, wenn wir es so nennen wollen, auch schlecht sein. Ja, es ist halt irgendwo schön geredet, sage ich mal. Verzeihend heißt so ungefähr, ich kann mir alles erlauben. Und das ist halt nicht der Fall. Ja. Also was man halt sagen kann, wenn wir jetzt über Eisen zum Beispiel reden, habe ich einmal Fehlerverzeihbarkeit mit der Sohle zum Beispiel, die dann auch wieder individuell ist, je nachdem, wie ich an den Ball komme. Weil du gesagt hast, jemand, der aufwärts trifft zum Beispiel, der braucht halt keine fehlerverzeihbare Sohle, die gefühlt einen halben Meter breit ist, wie jemand, der jetzt jedes Mal tief eintaucht und eigentlich so ein Schnitzel raushaut, der braucht eher so eine fehlerverzeihbare Sohle. Aber diese Verbindung, die von Herstellern auch gemacht wird, so ungefähr breite Sohle für mehr Fehlerverzeihbarkeit, ist halt in dem Sinn Schwachsinn, weil es halt eigentlich auf den Spieler selbst eingeht. Und auch wenn du so einen steilen Attack-Engel hast, dann hilft dir auch eine breite Sohle nicht unbedingt, weil der Fehler ist immer noch da. Ja. Und mit diesen breiten Sohlen geht der Loft ja immer mehr nach unten. Dann hast du einen steilen Attack-Engel. Dann hast du einen niedrigen Loft noch. Dann geht der Ball gar nicht mehr in die Luft. Genau. Und ansonsten, wenn man jetzt so auf die Schlagfläche schaut, natürlich jeder trifft den Ball nicht immer sauber. Das ist ganz klar. Und dann gibt es halt schon Unterschiede bei den Eisen,
wer mit einem Treffer hier besser umgehen kann als hier oder hier oder hier unten. Und das ist das, was wir eigentlich so als Fehler verzeihbar, wenn wir davon reden, meinen. Gerade beim Ja. Driver auch. Das bedeutet im Prinzip eigentlich nur Folgendes. Wenn man sich ein sehr klassisches Blade anschaut, also wenn man vor 30, 40 Jahren Golf gespielt hat, dann hatte man das Problem, man hatte ein Blade-Eisen, das war hier in der Mitte sehr, sehr gut. Und hier Richtung Hosel war es auch sehr gut. Aber alles andere, hier oben war schlecht, hier außen war schlecht. Und schlecht bedeutet, der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten ist groß. Und da gibt es mehrere Faktoren, also zum Beispiel Ballgeschwindigkeit. Ja, der Ball fliegt einfach langsamer von der Schlagfläche weg, er verliert Länge. Dann Spin ist ein Thema. Bei dem guten Treffer habe ich viel Spin, so wie ich ihn brauche. Bei dem schlechten habe ich viel zu wenig Spin, ist auch nicht optimal. Also das sind so die zwei Hauptkriterien bei der Fehlerverzeihbarkeit, sage ich mal, die jetzt einen Schlag schlecht machen. Und das sind eigentlich alle Eisen davon betroffen. Und wie du sagst, es gibt keins, das einfach dann 100% den gleichen Schlag produziert, egal wo man trifft. Genau, was man allerdings auch noch sagen muss, ist, wenn man jetzt sich ein ganz kleines Eisen, also sagen wir mal ein Blade-Eisen nimmt und ein großes Eisen, wenn du bei dem großen Eisen natürlich, wenn beim Blade, also wenn du den Ball nicht triffst, dann ist der größere Kopf besser, wie wenn du den kleinen Kopf nimmst. Aber sind die Treffer weiter außen bei einem Blade und sind die Treffer weiter außen bei einem T300, dann ist das Blade sind die Bälle und das ist vielleicht das glaubt mir nicht jeder, aber dann sind die Bälle bei einem Blade immer noch besser wie bei einem T300. Warum? Weil ein Eisen ist immer so effizient, desto kleiner wie möglich du das machst, dann ist es effizient. Wenn das Eisen schwer und klein ist, dann ist der Kopf effizient. Aber natürlich kann das nicht jeder treffen. Auch eine kleine Sohle kann nicht jeder treffen. Man hat ja auch dieser ganze psychische Effekt. Bei uns kommen die Leute rein und sagen, sie wollen dieses Eisen und am Ende des Tages wird es das beste Eisen, weil die das unbedingt haben wollen. Und dann ist der psychische Effekt, spielt dann eine ganz große Rolle. Aber rein schlägerbaumäßig ist ein kleineres Eisen immer effizienter, selbst wenn du die Bälle nicht mittig triffst, wie ein großes Eisen, aber so ein T300 hat halt eine viel längere Schlagfläche. Und das meint man. Aber ja, dieses Wort Fehler verzeihen finde ich halt einfach so extrem schwierig. Und da so dieser Sweet Spot, der ist nicht genau in der Mitte, sondern der ist eigentlich so ein bisschen weiter innen bei so einem Eisen, weil das Hosel, da wo der Schaft reingeht, ist eigentlich da ist recht viel Gewicht, deshalb geht der Sweet Spot nach innen. Genau. Auch wenn Hersteller da viel probieren, dass sie dann das Gewicht Richtung Spitze verschieben, um das Trägheitsmoment zu erhöhen. Ja. Das sind dann alles die Geschichten. Aber was du ansprichst mit die Schlechten sind nicht unbedingt schlechter, ist insofern schon auch richtig, weil du hast natürlich bei so einem Blade zum Beispiel, ist das alles deutlich besser vorhersehbar teilweise und die Schlechten, sage ich mal, besser zu kontrollieren. Wir haben teilweise Eisen in der Matrix, die zum Beispiel auch bei Spitzentreffern, wo andere Eisen einfach langsamer und kürzer werden, die bei Spitzentreffen sehr lang werden. Und dann hast du oft schlechte Schläge, die dann lang links sind, die jetzt mit einem, ich sage jetzt mal, nicht mehr so fehlerverzeihbaren Eisen nicht ganz so lang links sind. Also du hast durchaus, je nach Spielertyp, hast du, sage ich mal, andere Fehler, auf die man eben auch eingehen muss. Und das Ja. trifft halt beim Driver vor allem auch zu, wenn man schaut, du hast halt einen, sagen wir mal, einen Fade-Spieler, der ein Fade spielen will. Und den Ball eher hier an der Hacke trifft, dann schaust du beim Driver eher, dass er hier, sag ich mal, mehr Fehler verzeiht oder die besseren Ergebnisse liefert als die anderen Driver. Wie wenn du jetzt einen Draw-Spieler hast, so wie du zum Beispiel, du triffst ihn gerne an der Spitze. Du brauchst einen Driver, der stabil bleibt, auch wenn du ihn an der Spitze triffst. Ja, aber dann ist ja das Wort eher. Der Schläger ist quasi für dich Ja, passend, weil ja. man sagt, okay, wenn jetzt jemand von die wo anfangen oder die einfach nur nicht so gut sind, die haben halt oftmals einen Slice. Naja, da ist ein Max D-Driver einfach passend, weil der diesen Slice wegnimmt. Also die Anfänger haben den Slice, der Max D-Driver nimmt den weg und somit sind die Ergebnisse passender und die Bälle fliegen weiter. Wenn jetzt aber jemand anfängt und schon einen schönen Draw am Anfang spielt, was ja sein kann, weil er einen guten Bro hat, weil er gleich von Anfang an merkt, okay, ich komme lieber von innen zum Ball. Naja, dann wäre dieser Kopf ja völlig unpassend. Ja. Ja. Deshalb, wir sind, oder ich vor allen Dingen, ich bin mit dem Wort eben so
vorsichtig, weil ja in jeder Golfzeitung, ich habe schon Anrufe bekommen, ja, jetzt hier in der neuen Golfzeitung, da steht dann hier Fehler verzeihend mit dem neuen so und so Driver. Und dann dachte ich mir immer, ja, das ist einfach so weit von der Realität weg, weil es einfach nur passend und unpassend gibt. Ja, genau. Deswegen, wenn wir von fehlerverzeihbar reden, dann meinen wir meistens, jetzt gerade im Driver, meinen wir eben die verschiedenen Treffer, dass eben die sich möglichst an dem optimalen Treffer angleichen und nicht zu unterschiedliche Werte produzieren. Und das ist zum Beispiel etwas, wo sich die Driver auch tatsächlich verbessert haben, weil, wenn man ehrlich ist, wenn ich jetzt einen 10 Jahre alten Driver nehme, der schon maximiert ist auf den legalen Wert, der wird mir in der Mitte, wird der nicht schlechter sein oder langsamer sein. Ja, genau. Also dann muss man natürlich schauen, dass der schafft und sowas. Es gibt Ja, dann noch andere Faktoren, genau. genau. Aber wenn ich jetzt 1:1 nur diesen super Spitzentreffer nehme, dann werde ich da keine Verbesserung erzielen, während ich jetzt mit den neuen Modellen eben einfach die Fehlerverzeihbarkeit um den Sweet Spot eben mehr gegeben habe, insofern als einfach die Schwankungen etwas niedriger werden. Aber nur, wenn sie wirklich passend gebaut Ja, sind. Also klar. uns hilft nicht fehlerverzeihend, wenn der Spieler einen Draw hat und dann Max D bekommt. Ja. Das hilft uns einfach nicht. Deshalb sage ich einfach so oft wie möglich passend und unpassend. Manchmal rutscht mir das Wort raus, aber nur weil ich es vielleicht vom Kunden am Tag 5-mal höre. Aber ich versuche es wirklich zu vermeiden, weil es halt eben so also im Kunden aufruft, okay, mit dem Schläger wird es jetzt einfach und dann kauft er den sicher zum Beispiel. Gell? Das ist einfach so, so, so gefährlich, weil man will ja eine ehrliche Beratung geben und nicht einfach ja, Floskeln reden, wie toll das der Treiber ist und wie fehlerverzeihend das er ist. Ja. Genau, also das war es jetzt mal so unsere Meinung. Wir sind da vielleicht so ein bisschen unterschiedlich auch von der Meinung, was ja auch gut ist. Aber ich sehe es halt immer wieder in den Fittings oder auch was. Ja, was die Spieler so so bekommen an Schlägern von anderen Verkäufern oder auch sich im Internet kaufen. Aufgrund der Und aufgrund der Beschreibungen. Beschreibungen, ja, also mir wird auch in der Woche zweimal die Golfzeitung vorgelesen, ob der jetzt toll sein soll. Ist halt immer echt, echt schwierig. Aber immer mehr Kunden merken das und ich glaube, es merken auch immer mehr den Unterschied zwischen einfach so aus der Golfzeitung zum Beispiel kaufen, was ich nicht schlecht reden mag, oder halt einfach probieren, testen und passend bauen. Naja, das Problem ist halt, dass sich die Hersteller schon irgendwo immer übertreffen müssen Ja. und das auch im Marketing der Fall ist. Und nachdem jetzt eben nicht mehr du einfach gerade beim Driver sagen kannst, der ist 5 Meter länger oder 10 Meter länger wie alle anderen oder was auch immer, das sind halt einfach dann, ich sage mal, dann sucht man sich halt auch irgendwo andere Versprechen irgendwo, die dann stimmen können oder nicht. Dafür sind wir unter anderem auch da, dass wir sowas auch herausfinden und auch testen. Aber man versucht halt dann schon immer so ein bisschen, ja, sich hervorzuheben. Also das ist halt dann Aufgabe des Marketings irgendwo und Fehlerverzeihbarkeit an sich. Und das ist halt dann schon etwas abgedroschen, sage ich mal, weil Genau, man irgendwie schon so das Gefühl vermittelt bekommt, es gibt Schläger, da ist es eigentlich egal, wie ich den Ball treffe und was ich mache, der produziert immer das, was ich haben will. Und das genau. stimmt halt leider nicht. Ja. Lasst uns da euer Feedback da, was ihr zu dem ganzen Thema hält, wie ihr das selber seht. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal selber einen Fehlkauf diesbezüglich gemacht. Hat man ja immer wieder. Vor allen Dingen mit Köpfen kann man ja wahnsinnig viel falsch machen mittlerweile. Oder wie ihr auch das Thema sieht, ob ihr jetzt am Anfang wirklich froh wart um ein Eisen, was sehr, sehr breit, sehr, sehr groß war, oder ob ihr gesagt habt, okay, mit dem ZX5 oder dem P97 habe ich auch angefangen, war am Anfang vielleicht härter und später ging es dann einfacher. Würde mich interessieren. Ich glaube, das ist wirklich bei jedem so ein bisschen anders. Also wir haben auch schon talentierte Anfänger. Die können mit einem 301, Miura 301 Eisen anfangen, was einfach ja, mittelgroß bis eher klein ist. Und dann haben wir welche, die einfach sagen, sie wollen einen ganz großen Kopf und der Schläger soll wie von alleine das machen, was er ja nie macht. Na. Ja, und deshalb ist vor allen Dingen am Anfang dieses Thema, da kann man eine Beratung geben, aber viele haben halt auch ihre eigene Meinung. Und genau, deshalb, mich würde die Meinung echt interessieren, was ihr dazu sagt.
wie ihr das, also jeder hat ja irgendwann mal Golf angefangen, wie ihr angefangen habt und ob ihr euch mit einer Eisenkopfumstellung schwerer getan habt oder nicht. Das ist mal so ein ganz interessant. Ja, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja, aber wie gesagt, ich bin da wirklich vielleicht so ein bisschen anders denkend, aber das ist meine ehrliche Meinung. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.